Hi, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Und mal wieder von meinen eigenen Schritten erschrocken. Ja, Hochsicherheitstrakt. Ich hänge mittlerweile schon viel zu lange in diesem Irrenhaus fest, muss ich sagen. Und ich würde sagen, das hier ist der letzte Part, den ich heute aufnehmen werde. Wenn ich danach immer noch nicht fertig bin, habe ich keinen Bock mehr, weil das sind mittlerweile schon so viele Parts. Okay. Nee, 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 ist klar, ist klar, ist klar. Hau ab! Wow, 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 wow! Was geht, was geht? Halt ab, halt ab, halt ab, halt ab, halt ab, halt ab! Nein! Oh Gott. Was ist hier passiert, Aaron? Warst du das? Was? Ich gehe ein. Ich hatte gehofft, diese Scheiße wäre vorbei. Mein Gott. Kann ich jetzt endlich ein bisschen Ruhe finden hier? Oh, wow. Da. Nein, 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 nein. Der Mond serviert auf Silbertellern. Und ich stürze in die Dunkelheit. Warum bin ich allein? Was ist das da vorne? Jeder Atemzug tut weh. Geh weg! Die Stimmen sollen aufhören. Ich hab Angst. Zu Stein. Ich hätte besser sterben sollen. Keine Ahnung. Hier kann ich nicht durch. Ich wette, das Vieh bewegt sich gleich. Wie kann ich atmen, wenn überall tot ist? Gar nicht. Okay, ich gehe davon aus, dass ich diesen Mohn sammeln muss. Richtig? Ja. Was hat das nur alles zu bedeuten? Ich komme darauf irgendwie nicht klar. Und vor allem, was haben diese Viecher? Mit den Gefangenen stimmt was nicht! Waren. Oh Mann. Mit denen stimmt was ganz und gar nicht. Und jetzt? Runter, richtig? Runter. Garrett, wo bist du? Hier oben. Gleich unten. Ha 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 ha. Ha ha ha. Hilfe. Wo ist das andere da? Dir dachte ich, kann ich vertrauen. Natürlich. Sie verändern sich. Was ist los? Folge mir zur Wahl. Sie verdienen eine Strafe. Wie komme ich denn da ran? Ah, so. Okay. Oh, mein Gott. Das ist echt nicht mehr schön. Was? Ach du Scheiße. Okay, das war mit Abstand das einfachste Schloss, was ich jemals geknackt habe. Ach, komm schon, ich will mich gar nicht umgucken. Nein, will ich auch nicht.
Ich schaue mich gar nicht erst um. Nein, ich mach das nicht. Der Baron. Er ist hier. Schaff sie von den Köpfen weg! Sie ist zu wichtig, um hier zu sterben! Zu wichtig, um zu sterben. Natürlich hasst er mich. Ich frage mich, ob sie den Schmerz kennt. Sie ist unsere Zukunft! Der Northcrest Bastard hat mich gestohlen. Wieso hasse ich ihn? Mit mir, Garrett. Jemand wird sterben. Vielleicht werde ich verrückt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Den Baron. Zurück zu Northcrest Manor. Dorthin, wo alles begann. Okay. Oh, cool. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Ja, du kommt mal. Das war ja in dem Level nun mal wirklich... Der Sinn der Sache. 12 Kills oder K.O.-Schläge? Ja, 4 davon. Klasse. Na ja, ganz ehrlich, wen hätte ich denn hier? Ich hätte diese Viecher natürlich alle killen können, aber... Ja. 1:20, das ist viel zu lange meiner Meinung nach. Taschendiebstähle hätte ich hier keine machen können, deswegen... Ach, 3-mal Verdacht erregt, 2-mal entdeckt, 4 getötete Bedrohung. 6 Sammlerstücke soll es hier geben. Ey, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass einer hier alles findet. Boah, ich bin so froh, dass ich diese Scheiße hinter mir habe. Ganz ehrlich. Geht zurück, kennt ihr das Hilfe? Ah, ich glaube. Ja, danke schön. Wenn der Baron Aaron hat, muss ich in Northcrest Manor einbrechen, bevor es der Pöbel tut. Ich brauche Antworten. Begib dich zu Northcrest Manor in Aldale. Natürlich, bevor es der Pöbel tut. Aber der Pöbel wird es nicht tun, bevor ich es tue. Und ich kann auch noch Nebenmissionen machen, bevor der da reingeht. Oh, es ist so wunderschön, wieder zu Hause zu sein. Ach, ist das schön. Irgendwas wollte ich jetzt. Ach, da gibt's mehr von. Okay. Erinnerung an die Toten. Ach, das war ein Unikat, ne? Ja, genau. Ach, F1. War das eins? Tatsache. Winzige Getriebeteile. Maschine in Form. Das ist ja mal die größte Anspielung auf die vorherigen Teile, die bis jetzt gebracht haben. Kurz, habe ich hier noch Feuerpfeile drin? Na super. Die hätte ich ja vorher noch gut gebrauchen können. Nehme ich jetzt einfach mal mit. Die nehme ich jetzt auch alle mit. Mir ist es jetzt scheißegal. Mohn? Keine Ahnung. Seilpfeil? Wie viele habe ich davon? 2. 4. 4 habe ich. 2 hätte ich mitnehmen können. Das ist unwichtig. Okay. Auf. Hinaus. Ja, bitte. Danke. Durch Einsatz von Fokus kannst du Schlösser schneller knacken. Richtig, ich gehe jetzt als allererstes rüber zu diesem komischen Friedhof. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Verdammt. Naja, irgendwie finde ich das schon raus. Mit Wasserfallen löscht man öffnende Feuerlichtquellen. Jetzt sag bloß. Da wäre ich heute schon echt drauf gekommen, du. Der Name des Ungläubigen lautet Martin Holloway. Er hat mit der Wache konspiriert und die Hoffnungsvollen unterdrückt. Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Jetzt hängt ihn schon auf! Interessant, beim letzten Mal war es genau andersrum. Ja!
Ich finde, das Ganze nimmt einen ziemlich absurden Charakter an. Die Stadtwache hat null Macht mehr in dieser Stadt. Null. Es wird spät. Problem ist allerdings, dass ich dadurch auch ein bisschen gefährdet bin. Auch wenn ich jetzt nicht mehr unbedingt Angst vor den Wachen haben muss, aber die sind auch nicht unbedingt wirklich freundlich. Sieht zumindest nicht danach aus. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Wollen wir dann rüber ins Burg? Ach so, hier müsste ich rein? Nee, will ich aber gar nicht. Geh da runter. Ich möchte nämlich erstmal... Zack. Ich glaube, wenn ich hier auf der anderen Seite rausgehen würde, dann komme ich zu diesem komischen Friedhof und zu dieser Kapelle. Untersuche Bücherregale, Gemälde und Wände. Wer weiß, was du dabei findest. Wände? Als ob ich jede Wand untersuchen würde. Warum flimmert es hier so? Aber eins bleibt noch! Wir müssen den Eisentyrann finden! Ich merke gerade, dass ich... Ja, komm, reg dich ab! Marschiert auf Northquest Männer, Freunde! Es wird Zeit, den Baron endgültig zu stürzen! Nach Northquest Männer. Findet den Baron! Der Northquest. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die freut mich. Die besten Verträge der Stadt. Gib mir. Oh Gott, so viele! Mal von Dayport geträumt? Wein, Frauen, Straßen, die nicht stinken? Beschaffe Bessos Füller. Dank der Wachen Geigen genannt, der hat ein Lieblingsfilm meiner alten Großmutter mitgenommen. Ist mir das kalte Henker, sondern trägt sein Haus. Schon mal von Dayport geträumt? Nämlich. Wein, Frauen, Straßen, die nicht stinken? Das wahre Leben. Wie kann ich euch... Worum geht's? Ich schicke eine Menge für ihr und einer von denen ist... Handspiegel. Aha. Schon mal von Dayport geträumt? Wein, Frauen, Straßen, die nicht stinken, das wahre Leben. Gewicht in Gold wäre, das soll sie im letzten Werk geschrieben haben. Wenn ihr Kindern, für, Komfort. Für ihre Sammlung. Genau, schon klar. Lasst dir Zeit, Garrett. Ich gehe heute Abend nirgendwo hin. Diese Jugendlichen von heute schützen die Lage durch Fallen und Freundlichkeit. Der einheimische Healer John Tallow arbeitet jetzt auch auf der Straße. Man nennt ihn Yellowface. Er muss eine Lektion erhalten. Sommer ist nicht von Sorge dafür, geträumt, dass er die Botschaft erhält. Wein, Frauen, ja. Straßen, die nicht stinken. Die Christina ist in der Schwermut gestorben. Sie ist verrückt, weil sie ein Testament versteckt. Und jetzt müssen ihre Kinder nach Riverside. Ohne Schlimmer. Die suchen ihren persönlichen Besitz auf dem Weg des Barons. Ihre Familie von dem Arm. Wir sind ein gutes Erhält Gespann, Garrett. Du stiehlst, ich steuere den Charme bei. Genau, meine Leute haben Ärger auf dem Weg des Barons. Ein Porkömmling hat einen Dachspeicher zu Privateigentum erklärt. Entschärfe seine Fallen und machen die Dächer wieder sicher. Ich halte immer zu dir, Garrett. Fallen entschärfen klingt cool. Oder? Verpackte Fracht. Heiköder. Heiköder? Lass dir Zeit, Plünderer Garrett. Büro. Ich gehe heute Abend nirgendwo hin. Plünderer das A-Lager. Halskette. Stiehl die Dokumente. Keine Billigaufträge. Teleskopmechanismus. Das ist die Besso-Garantie. Schreibfehler. Was? Das Diebesmanuskript. Beim Schlüpfer der roten Jenny. Einer meiner Klienten hat sich als Wortschmied entpuppt. Ein Schriftsteller hat ein Buch über die schmutzigen Schattenseiten der Stadt geschrieben. Hier als Hauptperson. Finde ihn in Blackfur und vernichte sein Manuskript. Ich muss auf meinen Ruf achten. Ach, ich bitte dich besser um deinen Ruf. Schachfigur, diese verdammte... Ich würde sagen, das reicht erstmal. Aber klar doch. Für die Stadt, für Orion, für die ganze der Dämmerung. Orions Dämmerung nach. Ganz ruhig, Großer. Es ist fast vollbracht. Ja. Ich habe etwas für all eure Ruchlosen. Mein Gott, muss der hier so rumschreien? Das geht doch so nicht. Explosions... Wasserpfeil. Gib mir. Erstickungspfeile haben mir bis jetzt noch nie so wirklich viel gebracht. Seilpfeile brauche ich auch erstmal keine. Da auch nichts.
Davon könnte ich wieder zwei gebrauchen. Jetzt. Fuck! Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich warte damit noch. Ich will dieses verdammte Öl haben, damit ich meine Schritte nicht mehr so laut höre. Das ist doch zum verrückt werden. Ob der Baron das wohl hat kommen sehen? Die Adligen sagen, die Aussicht in Oldale wäre grandios. Hoffentlich genießen sie sie. So. Oh, ja. Also eigentlich dürfen die mir alle nichts tun. Ich werde jetzt aber erstmal bei ihr hier vorbeischauen. Ja, jetzt bin ich wieder am Friedhof, toll. Ach, aber das ist so schön. Menschen, lebende Menschen zu sehen. Das gefällt mir. Oh, hier ist er ja schon. Kuckuck. Schweigen ist Gold, Garrett. Ich weiß. Aber sprich frei heraus. Wie wäre es mit einer kleinen Spende? Im Gegenzug gebe ich dir Punkte für die Verbesserung deiner Fokusfähigkeit. Das war meine Vorsichtig. Sonst machst du dir noch Freunde. Okay, prinzipiell reicht mir dieser eine Punkt auch schon. Keine alten Götter für die neue Stadt. Gut, dann kann ich aber jetzt endlich... Richtig, das hier. Jupp. Hui. Fähigkeit, sich die Funktionsweise von Schließmechanismen bildlich vorzustellen. Das ist das, was ich haben wollte. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ach, hier komme ich gar nicht weiter. Komme ich hier irgendwie raus? Ups. Hier auch nicht, ne? Nein. Wie komme ich hier raus? Hier könnte ich hingehen. Wo komme ich denn da hin? Ach so, nee, Kapitel 2. Nee, da will ich ja gar nicht hin. Da will ich überhaupt nicht hin. Oh, jetzt gibt es nur den einen Ausweg hier. Meine Güte, ich den ganzen Weg wieder zurück, ey. Okay, verausgab dich nicht. Alles gut, alles gut. Wenn da unten neben diesem, unten rechts, neben dem Kreis so ein kleines Herz erscheint, ich glaube, dann ist unser guter Garrett ein bisschen aus der Puste. Kann ich das nochmal zeigen? Kommt dort nochmal hin. 1, 2, 1, 2. Ah, jetzt hat er sich gut erholt. So. Mal kurz gucken, mit welchem wir anfangen. Was zu trinken. Mach du auch. Ey, oh mein Gott. Knapp daneben ist auch vorbei. Schwestern, hoffnungsvoll. Ja. Ihr wart überzeugt! Ganz ehrlich, der hört sich an wie so ein... Meine Güte. Verrückter, wie der da im Rumschreien ist. Wenn er so weitermacht, ist der morgen heiser. Dann kann er gar keinen mehr von sich überzeugen. Okay, jetzt habe ich gespeichert. Mal ganz kurz gucken, was ich denn jetzt machen möchte. Ah, Bingo, das wollte ich ja auch noch machen. Durchsuche Black Market nach dem... Ach, richtig, richtig. Das könnte ich mal machen. Oder? Ist das weit entfernt? Na, geht. Was ist denn das hier? Zurück. Das da hinten? Ich könnte eigentlich auf dem Weg... Könnt ihr ganz chronologisch vorgehen? Genau. Erstmal das machen, dann das. Genau. Fange ich mal damit an. Gut. Machen wir das. Lalala. Dass selbst diejenigen, die prinzipiell für dieselbe Sache stehen wie ich, mir an den Kragen wollen. Das ist doch zum Verrücktwerden. Oh. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Wem sagt ihr das? Oh, Entschuldigung.
allen toten Göttern. Hui. Raben darf man nicht essen. Warum nicht? Das bringt Unglück. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so übel. Boah. Hört ihr das auch mal so extrem laut an? Das ist doch übel. Da hat man das Gefühl, dass die ja direkt neben einem stehen, ey. Oh, hallo. Hey. Bastard! Dreckiger Schwarzkittel-Bastard! Oh. Er ist tot, Bruder. Hey. Wer lacht jetzt, Schwarzkittel? Oh. Haben die mal eben so einen Wachmann umgelegt? Hat das früher nie funktioniert? Das ist die Freiheit, die Stärke der Menschen. Ich spüre es. Sie brennt wie Orions Berührung. Ich kann kein Bier vertragen. Wette, bei dir brennt gleich was ganz anderes. Ja, oder was? Ja, hier könnte ich hoch, richtig? Ja. Von diesen neuen Lampen krieg ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Ah, hier. Okay. Hinein. Ui. Irgendwie ist das meistens, ich glaube, diese Nebenmissionen sind gar keine wirkliche Herausforderung. Hier ist ja nie einer. Oder? Nö. Dieses Buch wird mein großer Durchbruch. Oh doch, da ist doch jemand. Aber wer, mein Freund, ist bereit, eine so kitschige Romantisierung des Lebens eines gemeinen Diebes zu veröffentlichen? Clock Tower Bookbinders, drüben auf dem Platz. Sie sagen, das sei genau das Richtige, um die Aufmerksamkeit der Wache zu erregen. Doch keiner da. Ich auf einen größeren Vorschuss besteht. Ohne Zweifel. Bin ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ach, die haben gerade darüber... Ah, okay. Ich glaube, wir haben gerade darüber geredet, dass das woanders ist. Ja, okay, super. Ach, ihr seid fies. Warum könnt ihr die Sachen nicht da verstecken, wo ich meine Informationen noch bekomme, dass ihr sie versteckt? Das ist gemein. Jetzt hatte ich gehofft, wir könnten in der hier wenigstens noch eine Nebenmission erfüllen. Nein. Das wird dann doch nicht einfach gemacht. Keinen blanken Heller mehr. Wer sagt denn sowas? Ah, wenigstens kann ich hier oben längs. Dam, 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 dam. Zack. Hui. 35 Meter noch. Komm schon. Zack. Komm ich da noch hin? Da komme ich noch hin. Spring! Eine Arznei gegen die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Soll ja angeblich eine geben. Ich glaube, ich bin auch irgendwie in einer Nebenmission hinter der her gewesen. Hinter dieser Medizin für die Schwermut. Nein, nicht. Nicht hoch. Ach. Steuerungsfail. Erinnert ein bisschen an Assassin's Creed, oder? Ich habe das doch ständig gehabt, dass hier irgendwelche Wände hochgelaufen ist, die ich gar nicht wollte, dass er raufrennt. Okay. Jetzt bin ich wieder ziemlich weit davon weggerannt. Ich glaube aber, dass ich hier rüber muss. Denkst du, die Zukunft des Barons kommt noch? Ich glaube, es kommt gar keine Zukunft. Ja. Puff. Irgendwie muss ich da rüber. Moment, Karte. Ah, okay. Ah, Mist, jetzt hatte ich da ja noch einen... So ein Driss. Ich bin etwas verwirrt. Ich guck mal, ob ich hier durch kann. Ob mir das was bringt, wenn ich hier durchgehe. Ups. 41. Ja.
Wie komme ich jetzt hier rein? Was mache ich hier? Glaubst du wirklich, dieser Doktor braut was Besseres als die anderen Dreckselixiere, die Für jedes Wehwehchen ein sündhaft teures Elixier. Würdest du ein Heilmittel von einem Mann kaufen, der selbst die Schwermut hat? Aber Marco sagt... Ich sag dir, was Marco sagt. Okay, ich habe eine Idee. Blabla, ich tu so, als hätte ich Ahnung und nur Idioten glauben mir. Es klingt wirklich so ähnlich, stimmt schon. Oder? Ich habe eine Idee. Und zwar, das ist ja auch eine der Nebenmissionen, aber die werde ich dann einfach... Ich habe jetzt noch eine am Laufen, ich weiß, aber ich, das ist nicht die einzige, die ich am Laufen habe. Ich glaube, das sind noch zwei andere. Naja, in den nächsten paar Folgen werde ich mich auf jeden Fall aber mal verstärkt um die Nebenmissionen kümmern, weil ich glaube, das Spannendste habe ich jetzt erstmal hinter mir. Und ja, demnach würde ich sagen, Entschuldigung, ich bin da wenig müde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Unten auch abonnieren. Da unten unter dem Video. Da unten. Da. Ne? Abonnier-Button. Und in die Videobeschreibung gucken, wenn ihr schon mal dabei seid. Da sind wichtige Links drin. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.